Ich helfe dir. Aber dann, ja gut, dann muss ich auch gleichzeitig abbauen. Abbauen. Mit aber. You are the dancing queen. Nein, bitte nicht. Nicht? Magst du aber nicht? Och, ich, gibt Bands, die ich lieber mag. Wobei aber nicht, aber sind nicht schlecht. Nein, das sind sie wirklich. Muss man ihnen lassen. Als Kind war aber mein Lieblingsfußballverein. Ich habe mich in meinem Leben noch nie für Fußball interessiert und als irgendwie Gleichaltrige mich immer gefragt haben, was ist dein Lieblingsverein? Und ich wusste jetzt nicht so Verein, Gruppe, Mensch, habe ich immer aber gesagt. Die anderen immer FC Bayern München, Borussia Dortmund. Für mich war es aber. Das ist doch schön. Ja. Aber war auch, glaube ich, die einzige Band, die ich kannte, als ich so 3 war. 4, 5, weiß nicht. Aber schon lustig, ne, dass man in dem Alter bereits irgendwie, oh ja, hier Fußball, blablabla. Ja, vor allem, wie kann man denn irgendwie, es ist sowieso so, Fußballvereine, das ist ja mehr sowas Emotionales. Es geht jetzt nicht wirklich darum, ob die jetzt gut sind oder schlecht. Man ist einfach Fan von dem Verein, weil man Fan von dem Verein ist. Ich halte das für was völlig Irrationales. Ist es ja auch. Pass auf. Ich hab schon gesehen. Hier, spür den Zorn meiner Ehre. Eine Ära geht zu Ende. Und irgendwie habe ich das nie so... Ich war ein sehr kaltes, rationales Kind. Deswegen hörte ich ABBA. Natürlich. Die kälteste Band der Welt. Ja, genau. You are the Quancing Dean. Jo. Oh Mann, wegen dir habe ich jetzt überbaut. Und falsch gesprochen. Das heißt nämlich nicht wegen dir, sondern deinetwegen. Das ist egal. Wegen dir geht auch. Man versteht dich ja. Ich war. Na, Hauptsache das, wa? Ja. Ich meine, darum geht's ja bei Kommunikation. So. Das reicht mir aber nicht. Perfektionist. Bin ich aber gern. Ja, okay. Ist das gut, dass du gern du bist? Wie moralisch wir auch immer sind. Ja. So. Na los. Ach, dann halt nicht. Gut, hier können wir eigentlich echt das hier so abgraben. Oder da. Uiuiui, Fledermaus, uiuiui. Gut, dass die Fledermäuse einen nicht schubsen können. Ja, das wäre der Wahnsinn. Stell dir vor, so ein Schwarm Fledermäuse schiebt dich einfach quer durch den Tunnel. Kann ich auch heben oder so. Und lässt sich dann in der Lava fallen. So 3 Meter drüber. Genau. Und ist so, nein, ihr Schweine! Dann sammelt sich auch so ein Schwarm, der ballt sich zu so einer Faustform. Ja, wie im Trickfilm, ne? Nur viel quieksiger. Ich habe Lapis gefunden. Gut. Ich muss etwas essen. Aber nicht sehr viel. Ich auch. Gut, dass du mich dran erinnerst. Eine Karotte. Leider keine rote. Ja, orange. Hallo, Herr Kriepermann. Hallo, Martin. Das hat sich gut angehört. Ja, aber ich bin in sicherer Entfernung gewesen. So. So. Weiter geht's. Eine Sackgasse. Kacke, ist das verwirrend. Ist das eine verwirrende Kacke? Ja. Machen wir das mal da weg. So, 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 ja, 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 jetzt haben wir noch ein bisschen Durchsicht. Boah, ich sehe immer noch Kohle. Hallo Ballett, Alter, ist hier viel Kohle. So, von welchem Ballett sprichst du da eigentlich immer? Kennst du das nicht? Nö. Was ist das?
Ich weiß nicht, es ist einfach so eine Redensart. Vielleicht von meiner Mutter. Die hat das früher oft gesagt. Das lasse ich hier. Es ist total sicher. Vor allem bei uns und unserer Spielweise. Alleine aus deiner Formulierung lese ich schon, dass da die Kacke wieder am Dampfen ist. Beziehungsweise die Lava. Die Lava. So, ich mache hier jetzt eine kleine Höhle, wo wir uns einnisten können. Erstmal mache ich noch nach oben Licht und es kommt wieder Besuch. Wir wollen keine Nachbarn. Auch nett, wir erobern hier quasi das Gebiet der armen Skelette und Zombies. Das einzige Refugium, in dem sie ohne Störung und in Frieden leben können und ihrer Tradition frönen. Sich gegenseitig abzuschießen. Ja. Und wir zerstören ihre Lebensbedingungen. Schamlos. Dingeln. Schamlos und ohne Scham. Ich glaube, wir können uns ja ein bisschen schämen. Okay, jetzt 3 Sekunden schämen. Genug geschämt. Ich schäme mich. Ach, tatsächlich. Ich komme wieder raus. Das ist ja wieder. And I'm building a stairway to lava. Ja, genau. Lass mal lieber sein. Es ist ein bisschen warm. Das ist wirklich ein bisschen dumm, was ich hier gerade mache. Ich mache zu. Zu, zu. Zu. Oder auch so. Nee, so nicht. Ich hab dich gesehen, Creeper-Idiot. Bleib fern! Danke. Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Eigentlich müsste mal... hätten wir einen Wassereimer mitnehmen können und das hier ein bisschen bewässern. Dann wäre auch nicht so gefährlich. Ja, boah, ey, genau. Das so ist doch... Das ist die Idee, die mir vorhin fehlte. So eine dummdämliche Idee auch. Das ist überhaupt nicht schwer daran zu denken. Naja, müssen wir uns das arrangieren. Sieh uns an. Dann weißt du, dass es schwer ist, an sowas zu denken. Ja, oh, ich sehe dich. Also dein Gamertag. Ja. Ja. Ja, ich mache jetzt erstmal hier das Häusli. Weiter. Oh Gott, ich muss... langsamer sein. Ruhiger. Entspannterer. So mega viel Kohle und kein Platz mehr für irgendwas, stelle ich gerade fest, weil ich noch nicht mal das Sprengpulver vom freundlichen Creeper von nebenan aufsammeln kann. Was ist denn das für ein Gang? Der sieht ja aus wie künstlich gekauft. Oh, Jesus! Wo kam der denn her? Das hat mich jetzt auch ein bisschen erschreckt, obwohl ich nur so ein bisschen weiter weg von dir bin als gerade. Genau, Fischer, schmeiß die Wacke weg. Du dreckiges Drecksknödelding. Mann, Knödelding. Ernsthaft, wo kam der denn her? Kann der denn hergekommen sein? Da oben irgendwo oder was? Geht doch nicht, da ist kein Platz zum Spawnen. Hier vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Nicht. Was? Erst gucken, dann springen. Merken. Ist hier ein Slime irgendwo? Ah, die Schleims sind jetzt weg. Ach nö. Nee, irgendwo hier ist einer. Dann hol dir den, bitte. Ach, ich bin jetzt immer noch sauer darüber, dass ich gestorben bin. Ach, dabei lief die letzte Aufnahme so toll und alles ist weg. Obwohl wir da keine Schleims gefunden hatten. Dafür Diamanten. Du vielleicht. Die Stelle findest du jetzt auch nicht wieder, ne? Ich bin schon drauf und dran. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wo bin ich langgegangen? Ich glaube, das ist total nutzlos bei uns. Wir finden eh keinen Weg wieder. So wie jetzt auch überhaupt. Keine Ahnung mehr, wo der Ausgang war. Nicht den blassesten Dunst, wie wir überhaupt hier hingekommen sind. Wir machen einfach hier unten weiter. Kommen nie wieder an die Oberfläche. Wie so zwei Eremiten, die einfach so... Brauchst du Knochen? Zum Knabbern? Ach hier, nee, okay, ich hab Pilze weggeschmissen. Dann.
So. Hier wollte ich eigentlich eine Station aufstellen. Irgendwie. Hast du denn auch den Schleim? Ich höre gerade nur sehr wobblige Musik. Hoi. Na gut, dann muss jetzt. Mach mal doch. Was soll der Geiz? Da, Werkbank. Oder ich mach die Werkbank einfach aufs Obsidian. Das macht sie ein bisschen sicherer, oder? Macht sie das sicherer? Nö, eigentlich nicht. So. Ich glaube nicht. Noch eine. Bitte. So, und einen Ofen. Vielleicht sogar doch auch. Ich bin übrigens hier hinter dir. Okay. Siehe. Hi. So lange nicht gesehen. Mensch, Marty, du hast dich ja verändert. Eigentlich gar nicht. Du bist so schmutzig im Gesicht. Hast du wieder Verstecken im Nutella-Glas gespielt? Nein, im Abfalleimer. Ah, schön. Das ist der Klassiker. Boah. Da findet einen noch keiner. Das ist richtig. Auch mich damals nicht. 1, 2, 3, 4. Nach deiner Geburt. Ah! Nein, ich habe tatsächlich mich mal in einem Abfallcontainer versteckt. Ah, oh, schön. Kannst dir gleich Gold nachlegen übrigens. Mach jetzt. Nein! Ich will erstmal wieder da nach oben kommen. Wo ich war. Die alles freigeschaut. Haufelt habe. Och Mann, Alter. Das ist auch ein bisschen Nahrung hier. Aber die Gehirne. Pff. Na gut, wenn es hart auf hart kommt, dann muss man auch die Gehirne essen. So, um Verwirrung zu vermeiden, mache ich einfach den Weg hier zu, weil der sich eh nur im Kreis dreht. Gut. Trotzdem muss ja doch irgendwo dieses... So, ich bin wieder hackbar. Dieses Schleimvieh sein. Admiral Hackbar. Ich würde sagen, Allah u Hackbar. Allah Akbar. Eieiei. So. Ist schon das Hackgar. Hackbraten. Er lässt eine Spur der Zerrüttetheit. Dieser Fischer macht betroffen. Menschenskind, wo ist denn dieser Kackschleim? Hörst du den auch? Eigentlich gar nicht. Stell dich mal hier hin und halt einen Moment inne. Ich hör mal die Musik an. Tatsächlich, ganz leise. Flatsch, 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 flatsch. Mega hier irgendwie leise. Immer. Such mal weiter oben vielleicht oder unten. Ich such weiter nach Manden. Oder ich mach erstmal hier den... Ich mach erstmal nichts mehr. Den Sicherheitsraum hier. Was ist er denn? Da. Warum brenne ich denn? Was geht? Was geht denn? Warum brenne ich denn? Was? Hallo? Soll ich denn einfach Feuer gefangen? Jetzt nicht mehr. Vielleicht, weil hier drunter irgendwie Lava ist. Oder dahinter. Vielleicht scheint es zu nah am Ofen. Wie kann denn da drin Lava sein? Da ist es doch nur Kies.
Ist das möglich, dass Lava durch Stein hindurch lavisiert? Tatsache. Da ist Lava neben der Kiste. Die gehört da weg. Aber wir sind schon relativ tief. Relativ. So. Obwohl, jetzt müsste ja eigentlich die Lava weg sein. Müsste ich jetzt mit dem Kies gelöscht haben. Angst. Versuchen wir mal, ob das der Trick noch ein zweites Mal geht. Oh, der ist aber ein bisschen zu duster hier gerade. So. Oh, von da läuft sie nach. Nein. So und so. Jetzt direkt. Mensch. Boah, als wäre ich in Satans Kochtopf persönlich. Das ist am Blubbern und am Glubbern. Klitschen sie das im Glubber. Und da sind wir auch schon wieder. Okay, die Lava ist zu tief.